Hallihallo, hier ist mal wieder Korazu und wir sind zurück in Fortnite. Ich weiß, es kam eine Weile nicht. Nun kommt's wieder. Ja, was soll ich noch groß für Worte verlieren? Ich würde sagen, wir spielen mal direkt. Ich soll Hinweise in einer Plus-19-Zone finden. Das sollte ja wohl kein Problem sein. Das sind rote Zonen immer noch. Ja, okay. Wo ist eigentlich eine gelbe? Was haben wir so an Zeitmission? Gar nichts außer die gelbe. Und die ist mir ein bisschen zu hoch. Bleiben wir hier hinten, würde ich sagen. Reiner Tropfen, Silbererz, Skizzen, moderne Teile. Oh, komm schon. Dann machen wir sowas hier. Nicht Skizzen. Ist es Überlebenden? Sind wir Überlebenden? Nee, Hellen-EP. Genau, Hellen-EP ist das, was ich am liebsten haben möchte. Bekämpfe den Sturm. Ist es einfach, bekämpfe den Sturm. Machen wir sowas. Ist 19? Ja, ist 19. Okay, das war ich schon wieder in Zweifeln. Sorry, falls der Ton nicht hier so ganz super ist. Ich weiß, habe ich letztes Mal schon gesagt, da war es aber, weil ich im Hotel war. Jetzt bin ich nicht im Hotel, sondern in meiner neuen Wohnung. Und da konnte ich leider nicht so viel einrichten, wie ich gehofft hatte. Es fehlt irgendwie die Hälfte. Heißt auch solche Sachen wie doppelsiges Klebeband, ganz einfache Sachen, was ich gebräucht hätte, um es einfach mal so Eierkartons an die Wand anzubringen. Was ganz Simples, damit man da ein bisschen den Hall rauskriegt, weil mein Aufnahmeraum ist mit der größte, hat auch seine Gründe, warum. Das wird man später erfahren, was auf meinem Kanal alles noch passieren wird. Ja, aber deswegen halt es vielleicht noch ein bisschen. Tut mir leid, ich versuche es echt in der Nachbearbeitung so gut es geht rauszukriegen. Ich habe ein paar Testaufnahmen gemacht. Es klang eigentlich am Ende fast so wie immer. Ich hoffe nur, dass mit den Folgen kriege ich das jetzt auch hin. Das ist dann immer so Murphys Gesetz. Genau in dem Moment, wenn man es braucht, geht es natürlich nicht. Aber ich hoffe, es ist nicht allzu störend. So, ganz normale Bekämpfe den Sturmmissionen, das heißt Atlas bauen, Atlas mit Blue Glue versorgen und verteidigen. Klingt einfach, ist es im Endeffekt auch, aber wir werden mal schauen, was für ja, Nebelwesen uns diesmal beglücken werden. Wir haben ja schon viele neue kennengelernt. Sollen nicht die letzten gewesen sein. Es gibt wohl noch viel mehr. Bald kommt auch das neue Update, Bekämpfe den Sturm, glaube ich, heißt es sogar direkt. Oder so ähnlich jedenfalls. Da wird es dann wohl auch nochmal jede Menge neue Stuff geben. Das heißt, neue Hellen kommen, neue Items sollen kommen, neue Missionsarten, so eine Art Endlos-Modus, so wie ich es verstanden habe. Also es ist einiges im Kommen. Also ich bin beeindruckt, was die Entwickler hintereinander weg an Patches schon gemacht haben. Und jetzt soll nochmal jede Menge Inhalt hinterherkommen. Also ich bin beeindruckt, was die echt hier hintereinander weg machen. Heute ist irgendwie der Ladebildschirm sehr langwierig. Was ist denn heute los? Ja, man rechnet nicht mehr der Jüngste, aber übertreibt auch ein bisschen hier. Ja, kam schon das bisschen da noch. So, meine Dinge haben wir wahrscheinlich schon alles weggemäht haben an Sachen. Dabei habe ich hier in meiner Wohnung deutlich schnelleres Internet. Also dreimal so schnell, glaube ich, im Up und viermal so schnell im Down oder sowas. Ja, na, ich dachte direkt neben dieser wunderschönen Kugel da. Hinten sehe ich aber schon. So, die Ausrufezeichen. So, meine Lieblingswaffe. Denn wir bekommen Besuch. Wieder so eine dumme Patrouille hier. Festung? Hat schon was gebaut? Nee, wahrscheinlich sind irgendwie einfach nur so irgendwo hochzukommen oder sowas wahrscheinlich hier. So, ich brauche Munition, das heißt, ich brauche Schrauben und Muttern, das heißt, Autos klippeln. So. Also sind hier so Schrotthaufen, was ich brauche, okay. Warum nicht? So, und hier die Straße und das ist nochmal was. Okay. Drei Hinweise muss ich finden. Na gut. Wir sind im zweiten Gebiet hier schon eine Weile angekommen. Ich habe jetzt schon gesehen, dass sehr viele viel weiter sind. Das ist echt traurig, wo wir eigentlich. Was ist denn heute hier los? Wo wir hier eigentlich sind. Da ich einfach sehr wenig zum Spielen komme. Also ich hoffe, wir können noch so ein bisschen was. Ja, ich will nicht sagen aufholen, aber okay. Was machst du da? Warte mal, das machen wir jetzt.
Das ist der Vorteil in dem Spiel. Wenn dir was im Weg ist, mach's einfach weg. Oh, ich habe jetzt hier wieder eine Menge Hinweise. Okay. Gibt ja schon mehr, als man braucht. Das ist natürlich praktisch. Sonst habe ich ja mal Probleme mit. So, da ist ein Überlebender. Da ist ein Lager. Na, machen wir mal das Lager, würde ich sagen. Oh, Atlas auch gefunden. Ja, gleich. Erstmal mache ich hier die, wenn du nichts dagegen hast. Huch, wir bekommen hier so viele. Ah, da hat sogar jemand einen Imitator gefunden. Können Sie das mal lassen? Warte mal. Okay, das ist ein ganz dicker. Sehe ich es jetzt? Zu dem Thema, was für Nebelwesen uns hier begegnen, ne? Ah, lass das. Zum Glück ist er sehr anfällig, wenn man ihn anschießt. So. Irgendwas war doch hier noch. So. Alter Schwede. Ich wollte Munition sparen eigentlich hier. Aber es gab Schraubenmuttern, die brauche ich. Das ist natürlich wieder was Gutes. So, hier direkt neben Atlas sind so ein paar Wutze. Die tun wir mal schnell weg. Nee. Ich hasse es, wenn so Einschläge neben mir sind. Dann habe ich mal so Angst, dass ich voll erwischt bin. Oh, voll erwischt. Ich sollte mich mal heilen. So. Ist der Dicke schon weg? Ja, okay. Ernsthaft? Ist hier eine Patrouille aufgetaucht? Ernsthaft? Ey. Habe ich die jetzt hinten erwischt? Scheinbar ja. Ich sowas kann ich leiden, wenn du was machst, dann direkt neben dir ist nur so eine Patrouille meint, auftauchen zu müssen. So. Atlas können wir in Ruhe platzieren. Huch. Ah. Habe ich noch gar nicht gesammelt. Vielleicht die anderen? Nö. Die haben auch noch keins gesammelt. Lol. Es gibt Missionen, da braucht man das nicht. Aber in der brauchen wir das, Jungs. Ne? Also einer sollte mal gucken, dass er was bekommt. So, ich weiß, meine Rohstoffe sind voll. Ich tue hier nur ein bisschen Platz schaffen, dass wir das nachher verteidigen können. Also hier Verteidigung bauen können. Und was sehen können. Das ist mir letztens aufgefallen. Ich habe ein Lager gefunden. Echt? Das gefällt mir gerade gar nicht an der Stelle. Da haben wir alles drumherum gelassen und dann sind die uns übelst nahe gekommen, weil die sich wirklich sozusagen durch die Gebäude so durchgeschlichen haben. Das hat mich so aufgeregt. Also, wenn wir es trotzdem natürlich geschafft haben, alles so ist jetzt nicht, aber ihr du gescheckt hast, wo die ganze Zeit herkommen, siehst du ja mal, ja, Festung wird angegriffen, Festung, siehst du auf dem Radar, okay, da sind sie. Kein Thema, machst du schnell weg und es kam immer wieder an derselben Stelle. Welche? Und das war dann so nervig am Ende. So, Jungs. Ihr hilft in der Mitte schon mit einem Kaputthauen, das ist schön. Bitte ein bisschen großflächiger, ne? Also ich spiele immer noch mit random Leuten, wie man ja merkt. Ich hoffe echt, dass die anderen und ich mal gemeinsam Zeit finden. Vielleicht jetzt, wenn ich ein neues Aufnahmestudio habe, ein bisschen eingerichtet ist. Und all die anderen stressigen Sachen, die ich momentan um die Ohren habe, vorbei sind. Dann denke ich mal, wird es auch was. Kann ein bisschen dauern, aber bitte da um Verständnis. Es kommen ja Folgen, so ist es nicht, halt nur nicht, ja, in einer großen Gruppe. So, warum ist da oben so ein Kiste-Symbol? Ah, weil ich in der Nähe vom Medikit bin, oder was? Ah, okay. Wir müssen das Medikit suchen und da ist es auch. Mensch, was ein Zufall, dass ich in der Nähe bin. Brauchen wir die? Ja. So. Müssen wir langsam mal was bauen, oder? Machen wir Stein? Machen wir Stein. Jedenfalls hier lang machen wir jetzt Stein. So, und dann machen wir so nochmal ein bisschen. Was aus Stein?
So, damit wir hier überall durchkommen, machen wir Türen rein, logischerweise. Ich meine, schon wieder meinen Mintata gefunden. Ey, wo finden wir den hier? So, und jetzt tue ich das Ganze noch schön verstärken. Scheinbar lassen die auch wirklich nur mich bauen. Das ist sehr unlieb, aber okay. Ich mag das immer nicht, wenn man wirklich nur einer die Dinger baut. Also ich mache jetzt sozusagen so einen inneren Kern. Da könnte jemand schon längst drumherum so einen äußeren Kern sozusagen errichten. Aber ich glaube, das macht er sogar. Der läuft jedenfalls hier im Kreis rum. Vielleicht schicke ich noch nicht, was er macht. Na, vielleicht tue ich den gerade schlecht, obwohl er was Gutes tut. Dann entschuldige ich mich dafür, falls du doch tust, was ich denke, dass du tust. Holz. Ich hasse ihn. Entschuldigung, aber Holz. Ah ja, gut. Wenn es oft genug upgradet, tut es ja auch was abwehren, aber nicht wirklich viel. Ich hoffe, das ist dir bewusst, Jungchen. So. Ich höre mich immer an wie so ein uralter Opa, der jetzt irgendwelche Schüler hat, dem versucht, was beizubringen. Ja, gut, der Jüngste bin ich jetzt ohne mehr, aber so schlimm ist es dann eigentlich noch nicht. Da stehen ja welche. Ich lade nach. Geh mal weg. Danke. Das sind meine letzten Patronen. Ja, ich habe gesagt, ich brauche Munition. Ich wusste jetzt nur nicht, dass es so schlimm schon ist, dass ich hier letzte Patronen habe, Alter. Die tue ich mir auch nochmal heilen sich gerade. So. Ich kann jetzt Munition herstellen, brauche ich wieder alles. Also. Keine Ahnung. So. Und auch wieder, sorry, sollte ich die Folge ein bisschen was überziehen. Ihr wisst ja, ich will immer so ein ganzes Ding immer zusammen haben. Hier in der Nähe gibt es Blue, okay. Dann kann ich das holen. Na. Ja, scheinbar tut kein anderer hier Blue holen. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich so ein bisschen der NC bin, der das hier ein bisschen ernst nimmt. Leute, hier geht es um Lärm und dort nimmt das ernst. Sehr schön. Und sowas mag ich ja. Hier gibt es sehr, sehr schön Stein, Eisen und ein paar andere wertvolle Ressourcen, die man immer mal gebrauchen kann. Mit Glück sogar noch ein bisschen was Exotisches. Müssen wir mal schauen. Warte, das Eisen. Sag mal, was ist denn heute los mit dir? Du tust mir heute echt zu oft hängen. So, immer schön auf den Kreis zielen. So. Quarzkristall. Mir fällt gerade was auf, warte mal. Mein Touchscreen ist an. So, machen wir mal aus. Das ist ganz schlimm, wenn ich aus Versehen entgegenkomme und dann immer so mache, obwohl ich gar nicht machen wollte. So, da haben wir wieder ein bisschen Eisen. Kann man alles gut gebrauchen. Also sie scheinen gerade eher so die Überlebenden zu retten, habe ich das Gefühl. Nicht, dass er mit einem Problem hätte, aber. Schnelldurchlauf, 2 Tage verbleibt. Ne, also nur mal so. Jetzt noch weiter in die Höhle. Cool, sehr viel Stein, sehr schön. Da kann ich ein bisschen was bauen. Warte mal. Erstmal normal nachladen und Munition herstellen wieder. Braucht dafür noch so einiges an Munition. So. So, schön klöppeln, klöppeln, klöppeln. Natürlich die Hoffnung, hier jetzt noch eine 4. Kiste zu finden, aber nö. So, jetzt nur ein Tag verbleibend, Leute. Ihr solltet langsam mal deine Festung tun. Wäre jedenfalls nicht dumm, hm? So, ein bisschen Holz brauche ich auch noch. Und Stein noch jede Menge. Eieieiei. Manchmal hast du so Leute drin, da kannst du mit dem Kopf schütteln.
Ich hoffe, es sind jetzt nicht solche. Dass jetzt nur der Anfang ist, wo die so ein bisschen hier rumschäkern. Keine Ahnung. Okay, der andere sammelt hier wieder Rohstoffe. Ein paar Fallen wurden zwischen eingesetzt. Uhu. Immerhin das. An der Festung sieht es nicht aus, weil habt ihr oben bitte zugemacht? Nö. Ist ja nicht so, dass ich hier so rein kann. Das können die anderen dann auch. Das müsste euch eigentlich klar sein, ne? Ey, wie clever seid ihr denn, ey? Sorry, aber das ist gerade echt. Was habe ich hier für ein Team, bitte? Ist ja grauenvoll. So, ein bisschen Munition hergestellt, dass ich hier auch nicht in der Mission das Problem habe, dass Munition ausgeht. So, weil von hier könnten die ja einfach, wenn sie wirklich von hier oben kommen, einfach so blub rennen, fertig. Ich wollte noch Blulu sammeln, fällt mir gerade ein. Ah, war doch eins in der Nähe, oder? Warte mal, wo bin ich denn? Ja, in die Richtung war das. So, dann setze ich noch die letzte Entwicklungsstufe los. Und. Ah, okay, hat schon mal gemacht. So, da muss ich noch einmal rein. Und meine Zielfähigkeit einsetzen. Ja, nimmt nicht das Ganze ein, das ist immer schade, aber ich nehme jetzt eine Seite und die verteidige ich genau. So. Die können natürlich oben rennen, Leute, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, ne? So, Brunnenfalle, was haben wir denn Schönes? Oh, wir haben hier jede Menge, sehe ich gerade, ne? Den Bunkerkatapult. Mit noch und da noch und hier noch. Wenn sie oben drauf kommen, will ich auch, dass es hier. Na, das macht weniger Sinn, du. Sprungfläche. Heilbett hätte ich gern hier oben. Ja, das ist schon gut. Nee, das ist jetzt weniger. So. Ansonsten hat er hier alles mit Fallen platziert. Ja, eher dürftig, aber ja, sieht gut aus. Hier da hinten nichts, ne? Zack. Hier hat er auch nichts. So. Ah ne, 4 ist schon richtig gewesen. So. Tut mir leid. Oh mal, der Blue jetzt liegt. So. Stellt sich anscheinend auch noch ein bisschen Munition her. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich glaube, das dauert die Mission doch so lange, dass ich echt 2 Folgen draus machen könnte, so wie die es jetzt hier hinziehen, hier die Leute. Aber ich glaube, ich mache es wirklich so, wie gesagt, ich mache so eine überlange Folge und dann ist gut. Kennen hin und her hier. So, ich mache jetzt an. Warte. Go. Wobei, warte mal, kann ich noch ein zweites Ding platzieren? Darf ich das? Nee, dann geht es weg. Ah, schade. Wo sind denn die anderen? Da hinten ist einer irgendwo. Wo sind die anderen? Einer ist hier, einer ist dort. Ach, da im Haus. Ey. Jetzt war das mir wurscht. Wenn die nicht antworten, haben sie Pech. Müssen sie mit den Konsequenzen leben. So. Hab. Ah, kommt das aus der Ecke mit, ne? Ja gut, schaffen wir schon. So, jetzt kommt von hier anscheinend mal mehr. Ah, da ist einer. Ach, da in der Richtung ist einer. Okay. Den machen wir hier bei dem mit. Der scheint irgendwie nämlich eher Probleme zu haben. So. Tip, 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 tip. Ganz zum Glück habe ich hier diese Schild jetzt auf der Seite gemacht. War klug. Was ruckelt das denn heute zwischendurch so?
Kann ich mir echt nicht erklären, was da momentan so sein Problem ist. Ihr wisst schon, dass ihr oben nichts zu suchen habt, ne? Das Sperrgebiet. So, na, komm schon. Ziel müsste man auch zwischendurch. So. Ist hier nah dran? Ja, warum macht das keiner hier weg? Was ist das hier, ne? Jetzt wäre es irgend so ein Ekelding. Meine mal weg. Ekel. So, von da kommen wieder welche. Schau mal, sogar wer dick ist. Ja. Yeah. Ach, da kann nix. Zeig doch. Tsch. Also irgendwie die Seite. Die Seite scheint ja echt unbeliebt zu sein bei unseren Jungs. So. Achso, da hat sich einer geheilt. Finde ich schön, dass diese Heilungsfähigkeit so wirkt, dass auch alle in der Umgebung geheilt werden. Da oben kommt er. Ja, machen wir zuerst den Fährkämpfer, ne? So, das dauert, bis die da sind. Gucken wir kurz hier rüber, was da so los ist. Ah, Propan. Gastypi, erwischt. Huch! Alter, ist nicht. Ja, das ist unsere Festung, Odo. Mal schön auf Mittel. Hinter mir ist gerade ein Luftschlag. Sehr schön. Die geben sich schon mal wenigstens Kampfmühe. Oh, oh, Dicker. Ich würde sagen, irgendwas kommt hier von der Seite gerade. So. Nein, lass die noch nicht schießen. Und die auch nicht. Ach, was ruckelt es denn heute, sag mal? Das sonst immer nicht. Das ist der Silberrechner, also komm. Zieh mir nicht auf einmal Rauchers. So, komm. So. Zack, zack, zack. Na. Jetzt bin ich auf Höhlenwesen, ich muss jetzt mal hier kurz. Es sind gerade genug andere Typis. So, was ist hier los, was ist hier los, was ist hier los? Hier ist nichts los anscheinend, okay. Ah, wieder ein Dicker. Komm her. Jetzt schon die Hälfte der Munition weg, was ich für alles gecraftet habe, ey. Aber auch die Hälfte der Zeit, also passt das wahrscheinlich doch ganz gut dann am Ende. So, der Bienenmann wurde weg. Ah, komm her. Hihi, tschüss. Ja, irgendwie haben wir gerade ganz schön unter Beschuss genommen hier von den netten Damen mit ihren Schädeln. Zum Glück haben wir hier so ein bisschen Vorfestung. Um es mal so zu nennen. Das ist mal das unter Beschuss gerät. Und nicht unser Kern, den ich da gebaut habe. Ey, was ist denn das mit dem Geruckel? Hat das sonst nicht so die Probleme? Ich hoffe, ihr merkt das so im Endeffekt nicht, wie ich das merke, aber ich befürchte schon. Ja, hier drüben ist wieder keiner, ja? Ah, Mann. Muss mal schauen, was mit meinem Rechner heute los ist. Habe ich vielleicht irgendwas Falsches am Hintergrund auf? Kann natürlich mal passieren. Ja, noch 2 Minuten schaffen wir.
Weil Munition jetzt halt rapide nachgelassen hat, merke ich gerade. Ich muss mal was herstellen. Jungs, ich habe mal kurz Feuerpause. Jetzt haben wir immer keine Feuerpause. Keine Feuerpause. Jetzt haben wir immer. Na, haben wir doch gut hingekriegt. So. Die Dicken kommen hier schon ein bisschen weiter, sehe ich gerade. Oder haben sie nochmal was drum gebaut? Nee, ich glaube, jetzt kommen die näher ran, ne? Da war nochmal so ein Mini-Wand drumherum, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Egal. Wenn es sich bewegt, knallt es. Was ist denn hier oben los? Ja, sollen sie da versuchen, aber ist nicht. Mal gerade noch drauf schießen. Hinten kommt noch was Großes. Schön ist, man muss ihn nur einmal anschießen, damit man die Punkte dafür bekommt. Das heißt Punkte, also diesen Erfolg, den man unten rechts jetzt eingeblendet sieht. Muss man wenigstens einmal drauf geschossen haben. Mache ich dann schon mal aus der Ferne, dann kann ich die nahen kommende schon mal mittig erledigen. Ja, stimmt, die Bonusbelohnung. Wir sind voll dabei, die Bonusbelohnung mitzuholen. Aber in erster Linie versuche ich gerade die Festung zu halten. Ist da was? Kuckuck! Whee! Weg mit euch! Ich finde die Fähigkeit lustig. So. Nur noch ein paar Sekunden sind, muss ich glaube ich jetzt hier nicht so ein Stress schieben wie eben. So, komm, weg mit dem. Du noch am besten weg. Na komm her. Jetzt nicht runterfallen, sondern weg. So. Oh Gott. Das war viel Munition. Stellen wir mal noch ein bisschen. Also ich hält hier mal ein bisschen was her, würde ich sagen. So. Wir schauen noch die Belohnung an, würde ich meinen. Und dann soll es für die Folge gewesen sein, weil wir haben wirklich ein bisschen überzogen. So, bap. Punkte, Punkte, Punkte. So muss das. Und leveln jetzt nur so ein bisschen, ne? Nee, leveln doch ganz gut. Ja, Boost haben wir drin, tägliche haben wir drin. Sehr schön. Das sah doch gar nicht mal so schlecht aus. Zack, das gucken wir uns mal an hier. Können wir uns beschleunigen? Nee, ne? Schade. Scheinbar doch, weil der ist schon durch. Beschleunigt man das hier. Ja, 4 wie immer. Naja, gut. So, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich tue schon mal abmoderieren. Falls ja, lasst doch gerne einen Daumen da oder einen Kommentar. Würde mich riesig drüber freuen. Und ansonsten hoffe ich natürlich, wir sehen uns in der nächsten Folge. Sei es Fortnite oder sonstiges. Leute, bis dahin. Tschüss.